Guten Morgen! Ich war ewig nicht mehr morgens im Gym und jetzt schaffe ich es endlich mal wieder morgens zu gehen. Ich habe mich aus dem Bett geschält. Meine Haare sitzen perfekt. Also kann es losgehen. In letzter Zeit war ich morgens immer lieber laufen. Das ist auch richtig schön. Heute mal wieder Gym. We're aiming for the headlines, headlines. Names written on neon signs, neon signs. Oh yeah. Would you say yeah? Yeah. We're just going oh. We're just shouting hey. Lange kein Cappuccino mehr hier getrunken. Was für ein Fail. Ich wollte gerade mit meinen Inlinern los und jetzt pisst es schon wieder. Ich habe gerade am Laptop noch was gearbeitet. Jetzt muss ich was besorgen. Ach so, ja, ich möchte mein Fitnessarmband besorgen, Fitbit, ich glaube, das hole ich mir jetzt, ich habe mich dafür entschieden. Eigentlich nur so aus dem Bauch heraus, das hat keinen besonderen Grund, warum ich das nehme. Ich möchte das mit der Apple Watch vergleichen für meine Challenges und bin total gespannt, ob das jetzt total abweicht und ob das besser trackt, weil viele sagen, dass es ziemlich cool sei, die sind alle ziemlich mit zufrieden. Jetzt wollte ich aber auf jeden Fall mit den Inlinern noch was los, um noch ein bisschen Kalorien zu verbrennen und jetzt pisst es schon wieder, das kann eigentlich nicht wahr sein. Aber ich nehme sie auf jeden Fall mit. Stolze Besitzerin eines Fitbit. Wow. Toll, ne? Ja, dann. Nein, ich habe. Für was benutzen Sie das? Sport. Also ich will die mal hier mit dieser Apple Watch. Ja, okay. Ja, das ist was anderes. Ach, weißt du was? Mir ist es jetzt egal, dass es so nass ist. Ich hole jetzt meine Inlineskater raus und fahre trotzdem. Take a picture and save it. Es macht gleich doppelt so viel Spaß. Ohne Inliner kaum ein Lachen, jetzt lache ich. We're gonna be X-rated. And tonight we gon' party. Hallo. Ich hätte gern einen Cappuccino mit Kokos. Ciao, ne? Wann bist du denn immer hier? If I had the chance, I'd probably break free. I could have my ways and I could let it be. Heute möchte ich einfach mal meine Gedanken mit dir teilen und dich an einen bestimmten Ort mitnehmen. Ich bin an meiner alten Schule, das ist mein altes Gymnasium, und ich möchte mit dir ein paar Sachen dazu teilen. Ich spreche super ungern über dieses Thema, weil Schule für mich ein sehr, sehr, sehr negativ belastetes Thema ist. Ich habe Schule früher gehasst und das hatte auch verschiedene Gründe. Also einmal in der Grundschule hatte ich so meine Freundin. Ja? Nee? Heute bin ich an einem ganz bestimmten Ort mit dir. Ich bin an meiner alten Schule. Das ist ein sehr, sehr, sehr negativ belastetes Thema für mich. Ich möchte aber eigentlich keine negativen Gedanken damit versprühen oder keine negative Stimmung, sondern ich erzähle jetzt einfach mal und dann später am Ende dieses Gesprächs sage ich dir, warum ich das teile. Erstens fällt es mir sehr schwer, darüber zu reden und zweitens ist es auch echt nicht cool, gerade darüber zu reden. Für mich war Schulzeit schrecklich. Gerade auf dem Gymnasium. Grundschule war noch super und ging noch alles super cool. Da hatte ich auch meine Freundinnen und dann später, als es in die 5. Klasse ging, bin ich leider mit meinen damaligen Freundinnen auseinandergerissen worden. Also die waren alle zusammen in einer Klasse, aber ich halt nicht. Ich habe da angegeben, dass ich unbedingt mit denen in eine Klasse gehen möchte, aber ich war evangelisch und die waren katholisch und das war irgendwie ein Grund, dass es nicht in eine Klasse ging. Das ist ein erzbischöfliches Gymnasium, das kommt noch dazu. Es gab auch Messe und so weiter. Es gab alle zwei Wochen samstags Schule, war auch mega schrecklich. Ich wollte immer freitagsabends cool lange raus und was machen. Samstags früh aufstehen war immer total schrecklich. Und als ich dann auch von der Schule gegangen bin, wurde es auch abgeschafft. Super! Gerade als ich gegangen bin. Naja, warum war das eigentlich so schrecklich? Dadurch, dass ich dann auch mit meinen Freundinnen nicht in einer Klasse war, hat sich dann der Kontakt auch so irgendwie verloren oder was auseinandergelaufen. Und in die Klasse, in die ich damals gekommen bin, waren schon ganz viele kleine Grüppchen. Die kannten sich fast alle schon, also so ihre Grüppchen untereinander und hatten schon ihre Freundinnen alle dabei. Also die haben es geschafft, aus der Grundschule alle ihre Freundinnen mitzuschleppen in eine Klasse oder in eine Klasse zu kommen. Und da war schon so ein schlechter Start, weil ich dadurch irgendwie nicht so richtig Freunde gefunden habe, glaube ich. Vielleicht war ich auch nicht offen genug, vielleicht war ich auch zu negativ, weil ich da irgendwie meine alten Freundinnen nicht drin hatte. Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr so daran erinnern. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es irgendwie nicht cool war für mich. Ich war in der Grundschule immer richtig, richtig gut und dann in der 5. Klasse fing es halt an, dass ich nicht mehr so gute Noten hatte.
weil ich auch total geträumt habe im Unterricht. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass meine Klassenlehrerin, damals meine erste, sich beschwert hat, dass ich immer träumend aus dem Fenster schauen würde. Das ist mir nie aufgefallen. Aber ich habe halt nie Bock auf Schule gehabt. Ich war nicht gerne da. Ich hatte keine Lust zu lernen. Und habe irgendwie gemerkt, dass es so nicht das Richtige für mich ist. War auch meiner Meinung nach nicht so die coolste Schule für mich persönlich. Einige werden dann eine schöne Zeit verbracht haben, aber für mich war das nicht die schönste Zeit. Ich bin mit Sicherheit auch nicht mit der besten Einstellung dann einmal zur Schule gegangen. Ich war wahrscheinlich auch mit sehr negativen Gedanken dann eben in der Schule. Und ich wusste damals aber nicht, dass man das positiv steuern kann. Ich wusste nicht, dass man seine Einstellung und seine Stimmung so steuern kann. Jetzt weiß ich es und ich bin super happy. Naja, dazu kam, dass das ganze Umfeld immer mich total drängen wollte in eine Richtung. Es gab noch nicht so YouTube, man konnte auch noch nicht so viel, also Internet kam da erst so gerade auf. Man konnte sich auch noch nicht so viel im Internet rausziehen und so weiter. Social Media gab es noch gar nicht. Ich wollte halt immer was anderes machen als eigentlich so die anderen. Und wollte eigentlich auch die Schule nicht mehr so richtig machen und auch nicht mehr richtig studieren. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen früher gegangen. Ich habe dann nachher auch mein Abi nachgeholt. Aber ich wurde halt von allen Seiten in alle Richtungen gedrängt. Auch nach der Schule noch. Dann habe ich irgendwann so eine Ausbildung gemacht, so eine ganz normale kaufmännische. Habe auch in dem Beruf gearbeitet. Und das war einfach das Schrecklichste, was ich machen konnte. Also mir hat das überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall das absolut Falsche für mich. Im Büro sitzen und immer das Gleiche machen, war für mich absolut nicht das Richtige. Für einige andere ist das bestimmt das Richtige. Und das liegt auch nicht an dem Betrieb oder sonst irgendwas, wo es war. Oder am Unternehmen. Dann einfach, dass es für mich nicht gepasst hat. Es hat einfach nicht zu mir gepasst. Ich habe mich halt so ein bisschen drängen lassen und nicht auf mich selbst gehört. Ich habe mich dadurch schon eine Zeit lang sehr, sehr unglücklich gemacht. Naja, und dann habe ich auch ein Jahr in Frankfurt studiert und deswegen war ich auch ein Jahr in Frankfurt. Das habe ich ja im anderen Vlog schon mal erwähnt. Und war schon, okay, es war jetzt nicht die absolut richtige Richtung, es war aber schon ein bisschen besser. Aber das habe ich dann auch nicht zu Ende gemacht, weil ich was Eigenes gründen wollte. Ich wollte eine eigene kleine Firma haben, ein eigenes kleines Unternehmen. Und im Studium war ja einfach nur Theorie pur. Und über was Eigenes gründen oder so, da wurde noch nicht mal ein Wort drüber verloren. Das war einfach dann auch nicht das Richtige für mich. Wahrscheinlich war ich dann auch ein bisschen zu alt schon. Ich habe ein bisschen später angefangen als alle anderen. Das habe ich dann zum Glück sein gelassen und habe dann echt das erste Mal in meinem Leben den Schritt gemacht und einfach wirklich 100% das gemacht, was ich machen wollte. Jetzt mache ich immer noch 100% das, was ich wollte. Es formt sich immer mehr, es macht immer mehr Spaß und ich bin absolut 100% glücklich. Warum teile ich das eigentlich mit dir? Ich wäre früher einfach super, super happy gewesen, wenn es eine Person gegeben hätte und gesagt hätte, du willst nicht den normalen Weg gehen, du willst nicht das machen, was sowieso alle anderen machen. Das ist okay, mach's einfach, das ist okay, du bist okay. Deine Ansichten sind nicht verrückt, du bist nicht deswegen schlechter. Mach einfach dein Ding, hör auf dich selbst und vor allen Dingen hör auf dein Herz. Das ist so, so wichtig. Sonst wird man irgendwann so unglücklich sein, das wird einem irgendwann auffallen. Vielleicht wird es viele, viele, viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte einfach nie auffallen. Aber irgendwann holt es einen ein. Und bei mir ist es zum Glück früh genug gekommen, sodass ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, ich muss was ändern. Für mich war Stillstand sowieso immer das Schlimmste. Ich wollte im Job immer was lernen, immer mehr lernen, immer was anderes machen. Das war eine Ausbildung oder im vorherigen Job auf jeden Fall bei mir so, dass ich einfach nichts mehr gelernt habe. Und das war für mich tödlich. Ich habe das einfach gehasst und es ging nicht weiter und es kamen keine neuen Aufgaben. Das Stillstand ist das Schrecklichste für mich. Gerade entwickelt sich immer mehr, immer mehr. Ich arbeite immer mehr auf bestimmte Dinge hin. Ich habe immer mehr Ziele und das fühlt sich gerade so richtig an. Ich habe meinen Weg gefunden, vielleicht ein bisschen später als andere, ist aber egal. Ich gehe zumindest jetzt den Weg, den ich gehen möchte und nicht den ein anderer möchte, den ich gehen sollte. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich möchte dir einfach nur mitgeben, hör auf dich selbst. Auch wenn du mal irgendwie andere Ansichten hast als alle anderen, du mal was anderes machen möchtest, probier es aus. Du wirst es spüren, ob das das Richtige ist. Wenn du dann einen Weg eingeschlagen hast und dachtest, okay, das ist das Richtige und es trotzdem nicht das Richtige ist, dann ist es auch okay, das zu ändern, diese Route und eine andere Richtung zu gehen. Man kann ständig Wege ändern. Es ist nie was für immer im Leben. Auch wenn man ein Jahr eine Sache durchgezogen hat, wo man dachte, okay, das ist jetzt voll das, was ich machen möchte. Und auf einmal merkt man nach einem Jahr, das ist überhaupt nicht mehr das, was ich machen will. Sofort ändern. Niemals warten. So schnell es geht. Bevor ein das Leben einholt, man einfach total unglücklich wird. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut rüberbringen. Das ist ein sehr emotionaler Ort, merke ich gerade. Und ich bin nicht gerne hier, deswegen gehe ich jetzt am besten auch schnell wieder von hier weg. In diesem Sinne. Was für ein Zufall, jetzt bin ich genau am Platz, wo gestern der CSD war. Da muss ich heute auch dran vorbei, wie das hier mal aussieht nach der Party.
Na, was das wohl ist? Grüner Tee, Prost. Right out my coffee cup, I wanna do what I want. It's just an illusion, illusion.